Man denkt ja immer so, als Christ wird alles gut. Und wir leben mit einem Gott, der die Furcht austreibt und der sagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Und vielleicht war das auch einer der Gründe, warum ich nie irgendjemandem davon erzählt habe. So, oder es ist einfach nicht schick, Angst zu haben. Es gibt andere Krankheiten, die schicker sind, die man vor sich erträgt. Aber als Christ Angst zu haben und als ein Christ, der auch in der Öffentlichkeit steht, Angst zu haben, das ist etwas, wofür ich mich auf jeden Fall geschämt habe und was ich niemanden in der Öffentlichkeit erzählen wollte. So habe ich ein Buch geschrieben, den Panikpastor. In diesem Buch berichte ich eigentlich von meiner Reise. Es ist eigentlich ein Reisebericht.